Hallo, liebe Abonnenten, und willkommen zurück zu einer die neuen. Die Details bleiben besser unter uns. Langsam sollte ich es besser wissen, dass mir immer jemand dazwischen redet, wenn ich mein anderes Let's Play anfangen will. Also. Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. Verdammt. Ja. Ich mache jetzt hier nochmal eine kurze Aufnahme, dass ihr nicht auf dem Trocknen sitzt. Ich bin übers Wochenende nicht da und muss da schauen, dass ich euch ein bisschen. Ja, ich bin zeitmäßig gerade ein bisschen knapp dran, ist ein bisschen stressig. Aber ich bekomme das schon hin, das jetzt schon so. Es geht doch. Der Nächste, der mit mir handeln will. Ich muss natürlich auch ein bisschen leiser reden. Denn es ist schon spät nachts. Und ich möchte hier ja niemanden aufwecken oder stören oder so. Muss ja nicht sein. Ich wollte ja hier mal zuerst einmal schauen, dass ich hier Ding herkriege. Torhäuser. Aber dafür bräuchte ich. Ach du Kacke, was ich dafür alles brauche. Ja, Waffen haben wir genug. Okay, dafür brauche ich aber einen Haufen Werkzeug und einen Haufen Ziegel. Na, klasse. Habe ich eigentlich. Oh. Habe ich hier eigentlich Werkzeug in. Na. In der Liste drin? Nee. Ich muss für den Ausbau noch Werkzeug zukaufen. Hilft ja nichts. An dieser Stelle übrigens nochmal. Einen lieben Gruß an meinen Cousin, der seitdem ich heute ein bisschen meinen Kanal gezeigt habe. Und der ab und an mal vielleicht meine Videos auch mal anschaut, ich weiß es nicht. Kommt auf ihn an. Gruß an dich, Tobi. Viel Spaß mit den Videos. So. Ich muss jetzt hier nur mal schauen und kurz aufs Werkzeug warten. Konnte ich hier irgendwie ein bisschen was ausbauen, jawohl? Ja, da fehlt das Glas, na klasse. Das wäre auch so ein Punkt, den man mal einkaufen könnte, oder? So bei Aldi im Sonderangebot. Glas. Ich mache jetzt hier aber erstmal mit den überschüssigen Ziegeln kurz diesen Weg, weil der scheint ja recht stark befahren zu sein. Ja. Und was macht man in Deutschland gerne mit stark befahrenen Straßen? Genau, man lässt sie versiffen. Dafür baut man bei uns in Bayern eine nagelneue Autobahn namens A6, die jetzt fast nicht befahren wird. Aber Hauptsache sie ist da. Nein, ich sag da nichts mal nichts dazu. Ist ja nicht mein Bier, aber meine Steuergelder. So, ja. Das ist mit dem Werkzeug dauert mir jetzt eindeutig zu lange. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Was ich derweil mal aufbauen könnte. Ich könnte doch hier unten mal eine Glasproduktion ein bisschen aufbauen. Was brauche ich da dafür? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, benötigt Pottasche und Quarz. Also Pottasche können wir hier in der Waldglashütte bauen. Da brauchen wir einen Waldflecken dafür. Da ist unsere Insel. Ist das ein. Ja, ist Aschgabat. Gut. Schon gedacht, wir sind hier auf einer fremden Insel gelandet. Dann würde ich sagen, bauen wir hier hinten mal eine Waldglashütte. Ja, klasse. Jetzt fehlen die Ziegel. Jetzt muss ja alles schief gehen halt. So. Ich sehe schon kommen, das wird wieder eine Fehlaufnahme. Einkaufen. Wo sind die Ziegel? Wo sind die Ziegel? Da sind die Ziegel. Und nein, keine Ziegelmilch. Die gibt's von anders. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stelle. Kann ich da? Ja, kann ich bauen. Yay. Freue ich mich. So, da eine Quarzmine hin. Dass die hier schön das Ding abbaut, dann bauen wir hier hinten ein bisschen eine Glasproduktion auf. Mal schauen, ob ich mir eine Glasschmelze schon. Ne, 12 Ziegel, war klar. Ich habe doch hier hinten mal Ding aufgebaut gehabt. Ding-Gedöns, wisst ihr. Wiebstuben, ich hab doch da irgendwo eine Schweinefarmen. Gibt's da noch eine zweite irgendwo? Ja, hier hinten. Okay. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, was ich produktionsmäßig habe. Da mal schauen. Produktion. Okay. Ich habe hier eine Salzmine, eine Saline und zwei so Schweinegedünsteile. Da müsste ich eigentlich mal kurz. Mindestens mal eine Gerberei bauen, dass ich mal anfange, Ding zu produzieren. Ich hab's halt auch mit meinen Ding. Meinen Dingern, das war jetzt ein bisschen doppeldeutig. Ich nehm's zurück. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Uss, Adlige, was geben bei dir ab?
Also das kann ja jetzt nichts angehen, sowas, oder? Das ist jetzt ganz frech. So. Das Zimmermannshaus hat guten Einflussbereich, die Feuerwache auch. Da könnte man mal hier ein bisschen noch expandieren. Ich liebe dieses Wort, expandieren. Hört sich so fachlich an. Ich hoffe nur, dass da ein Marktplatz hinkommt. An die... Ja, kommt hin. An die hier nicht, oder was? Was ist da los? Ach ja, ich sollte sie vielleicht anbinden, oder? Wäre eventuell eine gute Idee. Sonst wird das hier nichts funktionieren. Sonst wird das hier nichts funktionieren, so. Nein. So, hier mal ein paar Bäume noch hinpflanzen. Dass das nicht so leer aussieht. Na, da könnten wir... drehen wollte ich jetzt nicht. Bin schon mit den Steuerungen gar nicht mehr gewohnt. Hab schon länger nicht mehr gespielt. So, Weg. Ich bräuchte einen Shortcut für Ding. Für den Abreiß... Das Abreiß-Pickaxe-Teil da. Ich zock zu viel Minecraft, glaube ich. Aber ich bin Gamer. Ich darf das. Ich habe ja laut RTL kein Real Life. Was eigentlich auch ab und zu mal hinkommt. So, als Let's Player hat man nicht viel Real Life. Ich helfe euch gerne aus. So, das wollte ich noch letztes Mal schon... Ja, ach nein, das war ein Aschkabat. Aber können wir auch brauchen. Wo wollten wir jetzt die Produktion aufbauen? Hier hinten, oder? Ja, da. Dass wir wenigstens mal... Seid ihr bereit, für die Gerechtigkeit einzustehen? Ja. Ihr zeigt wahre Nächstenliebe. Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Ich kann dich einfach nicht leiden und will mich mit dir nicht anlegen. So schaut's aus. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Ja. Der Sarkasmus in... Oder die Ironie irgendwie ist da jetzt schon rübergekommen, oder? Ach, verdammt, kein Sohnhaus. Ich will ja orientalischen Flair behalten da. Muss natürlich so ein Haus sein. Dass ich hier den Einflussbereich der Ding voll nutzen kann, der Köhlerhütte oder Waldglashütte oder wie dieses Teil heißt. Ist der. Ja, da muss ich noch eine Noria setzen. Kleine Noria. Dahin. Dann darfst du mal aufforsten hier. Nicht stilllegen, verdammt. Aufforsten. Müssen wir da noch machen, wenn die Noria fertig ist, da. Dass wir das richtig aufforsten. Aber jetzt bauen wir erstmal kurz eine Glasschmelze hin. Und das so hier. Dann müssen wir schnell im Abholen. Und da können wir mal handelsroutenmäßig. Wir haben doch da die Gewürzroute. Das Werkzeug. Ja, das werden wir noch brauchen auf der anderen Insel. Dann laden wir in Alysses. Laden wir Ding aus. Glas. Und hier laden wir Glas ein. So. Benennen wir die mal kurz um. Ups. Brot. Warum schreibe ich jetzt Brot? Glas will ich schreiben. Mann, Mann, Mann. Warum habe ich mich von dem unteren da ablenken lassen? Gott sei's gedankt. Schaut's eigentlich diplomatisch aus mit der Marie? Was führt euch hierher? Immer noch. Darf ich dir helfen? So wirklich. Darf ich? Ja? Nee, das riskiere ich zwar nicht. Seid gegrüßt. Das auf keinen Fall. Sag an, was willst du? Wie viel habe ich jetzt? 1 von 8 Korsarenpaketen. Ich muss ein bisschen sparen. Fällt mir gerade so auf. Na. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob Metro, ob ich das noch schaffe, das aufzunehmen. Da muss ich mal schauen. Ich glaube es nicht. Aber... Salam aleikum. Ich glaube, ihr seid mir da auch nicht böse, wenn ich mal Metro... vielleicht nicht mal ein paar Tage nicht bringe. Es ist jetzt auch nicht so tragisch. Auch wenn es das Haupt-Let's Play ist und ich irgendwann mal... Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte es beenden. Wirklich nicht. Es ist ein tolles Spiel, wirklich. Aber ich möchte halt mal wieder ein anderes Projekt starten. Es soll jetzt nicht so heißen, dass ich von dem Spiel genervt bin. Wirklich nicht. Es ist ein gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Und die Passagen... die mich da so genervt haben mit den Faschistenstationen, die haben sich jetzt einigermaßen erledigt. Da kommen, glaube ich, nicht mehr so viele.
Ich habe jetzt auf einfach gelassen und das lasse ich. Na? Ich möchte dich drehen. So, mal die ersten Torhäuser hinstellen da. Na, Baubereich ist. Jetzt geht's. So, das waren die ersten zwei Torhäuser unserer Stadt. Es kommen dann natürlich noch Wachtürme und das ganze Gedöns, aber da brauchen wir erstmal Ziegel. Hier können wir da was aufrüsten. Ja. Dass wir unsere Wirtschaft mal ankurbeln. So. Das war's jetzt, glaube ich, auch, oder? Kann man das noch vielleicht? Vielleicht? Nein. Kann ich nicht. Warum ist meine Leiste eigentlich schon wieder verschwunden? Die hatte ich doch gerade schon eingeblendet. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, egal. So, jetzt kann ich das aufrüsten. Dann ist hier mal einigermaßen gut ausgebaut. Was fehlt hier eigentlich noch? Da, dieses Gebiet ist gut ausgebaut. Wie schaut es bei denen aus? Können da welche aufsteigen? Nein. Aber ich könnte ein paar Bürger... Ich lasse mal kurz da die Steuern auf euphorisch. Was ist denn hier los? Oh, Fisch. Ich verlege jetzt mal die Fischproduktion. Hier hinten hin. Dass ich vorne dann einen richtigen Hafen ranbauen kann. Dann wird die hier gleich ein bisschen vergrößert noch mit. Ja, vergrößert und so. Hä? Gust. So viel zum Thema. Da kommt Weg. So. Ich habe so das Gefühl, dass meiner Maus die Batterien ausgehen. Die ist, reagiert irgendwie nicht so mehr so sonderlich toll. Die reiße ich dann später ab, wenn da hinten mal eine anständige Fischproduktion läuft. Aber dafür brauchen wir erstmal Holz. Und Werkzeug und allgemein alles Mögliche. Ah, wir können wieder eine bauen. Wunderbar. Dass hier mal unsere Bewohner nicht verhungern, das darf ja nicht sein. Aber wir haben gerade chronischen Baustoffmangel, kann das sein? Jetzt warte mal, ich hab mal da so ein... Das lädt hier nur 15 Tonnen ein, oder? Machen wir da mal 10 draus. Oder 5. Ne, 10. Dass wir hier mehr Werkzeug zur Verfügung haben. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Finden Sie einen Schatz. Okay. 10 Tonnen Werkzeug. Also brauchen wir praktisch 20 Tonnen Werkzeug. Ja, klasse. Wo ist denn Alsa hier? Da ist Alsa hier. Also hier bin ich blöd. Laden auf, Burg natürlich. Seid mir herzlich gegrüßt. Ja, der hat 20 Tonnen Werkzeug. Wunderbar. Dann kaufen wir von dem mal kurz die 20 Tonnen ein. Und schauen weiter. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Da, einkaufen will ich. So, 20 Tonnen. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und wo sind die Inseln? Da ist eine. Ich hätte da einen Vorschlag für euch. Hervorragend. Okay, plus 2 Ruf. Wunderbar. Es wird doch langsam mit der... Ihr seid hier. Kann ich das? Nein, kann ich du noch nicht. Genau kann ich richtig? Hier? Hör zu. Nein, nicht wirklich. Ich saß auf einem Steine und schüttelte die Beine. Ich schüttelte den Arm, da war mir plötzlich warm. Ich muss mich mal kurz spontan übergeben. Sekunde. So, jetzt geht's wieder. Alter, wenn er denn wenigstens singen könnte.